Hallo YouTube, AdSense hier. Willkommen zu einem neuen An- und Unboxing auf diesem Kanal. Heute geht es um das Paket vom Steven. Das ist es. Und er wartet, glaube ich, auch schon eine ganze Weile auf das Zeug. Jo, er hat es auf jeden Fall super verpackt. Gucken wir doch da mal rein. Hier sehen wir ein leerer Ordner. Jo, ich weiß nicht, ob das Verpackungsmaterial sein sollte oder ob ich damit noch was anfangen soll. Gut, ich wühle mich hier erstmal durch. Was sehe ich hier? Hier sehe ich noch irgendwelche Verpackungshüllen oder so. Gut, und dann sehen wir uns gleich am Tisch wieder. Steven, das ist dein Paket. Viel Spaß bei der Bewertung. Jetzt bin ich hier am Tisch von dem Steven. Wir haben heute den 6.7., 7.5., also liegt schon wieder über eine Woche rum. 1800 Commons habe ich rausgefischt, 250 Rares. Das war der Bulk und diese Matte von The Dark Side of Dimension. Gerade mal noch online geguckt, die kann ich für 15 verkaufen, kann ich also mit 8 einrechnen. Und dann haben wir noch folgende Karten über. Das ist diese Box. Ist also überschaubar. Schauen wir doch mal, was wir hier haben. Das fangen wir an mit den guten Rares. Die Reborn geht zurzeit für 2 weg. Dann habe ich hier, warum habe ich denn die rausgesucht? Was für einen Hintergedanken hatte ich? Auf jeden Fall die Scorpions, die kann ich raussuchen, die gehen gerade gut weg. Und das waren, glaube ich, alles so alte TP-Sachen, wo ich einfach dachte, die zeige ich euch mal, aber so richtig wertvoll sind sie auch nicht. Würde ich dann mit 10 Cent einrechnen. Und dann haben wir hier noch ein paar Kaijus, die allerdings, ja, das ist wieder das erste Opening seit 2 Wochen, was ich jetzt hier mache. Ach ja, den kann ich euch mal zeigen. Der geht gerade 2 Euro. Ich weiß zwar nicht warum, aber kann ich mit rauslegen. Dann die guten Commons. Seraphnik kriege ich immer noch 1 Euro für. Der Fairy Dragon ist auch ganz gut. Und ja, dann haben wir hier noch so ein paar Sachen, die ich mit 10 Cent einrechnen kann. Dann der ist, glaube ich, auch gerade nicht ganz so viel wert, ist aus dem Ancient Millennium. Die Snow geht immer noch 1 Euro. Dann haben wir hier einen Haufen Instant Fusions, aber auch alle aus dem neuen Reprint. Ah, ich muss mich jetzt erstmal reinfinden. Habe jetzt hier 6 anderen Unboxings vorbereitet, die ich die Tage online stellen will, also bearbeiten will. Mal gucken, wie ich es schaffe. Jetzt gerade 6 Stunden Versand hat er gemacht. Bin noch ein bisschen neben der Spur, aber ich versuche mal hier das ordentlich durchzuhauen. Haben wir noch ein paar Pegasus Sachen, einen Stratos, ja, und dann noch so ein paar andere Sachen. Tja, das ist so gerade meine Spekulation, dass die Karte teurer werden könnte. Mal schauen, ob das wirklich so kommt. Dann wieder einen Wassergeist, der ist ja auch überall zur Zeit dabei. Da hat mir eine Ultimate, und zwar den Onunshu. Den kriege ich für 4 los zur Zeit. Dann ein paar Secrets. Akashic geht, glaube ich, gerade so immer noch 7, 8. Ne? Excalibur kann ich für 2 loswerden. Dann habe ich hier die Breitbullen. Aber ich glaube, so teuer sind die gar nicht mehr. Und die sind vor allem aus der MP17. Tornado Drache, der geht, glaube ich, immer noch so an die 18. Kann ich also noch einen 10er für geben. Dann einen Cheyenne außen. Ihr wisst schon, Spirit Warriors. So, was haben wir noch so? Der geht gerade 2, der Scarlight. Hier vielleicht so einen Tor können wir mit berechnen. Ich glaube, der Paradox Drache geht auch ein bisschen was. So, was haben wir noch? Da hat sich eine Goldware mal verirrt. Die Tarot-Teil können wir rauslegen. Tja, der sollte ja teuer sein, aber ist er gar nicht mehr so. Loser, glaube ich, die kriegt man auch noch gut los. Die muss ich, glaube ich, erstmal wieder nachlisten. Dann der Blue Sky von den Magnites. Geht, glaube ich, auch noch so an die 8 bis 10, ne? Geben wir mal einen 5er für. Und dann ist der, glaube ich, auch gestiegen. Die Vampires waren jetzt ziemlich teuer in letzter Zeit. Ich sag mal so 2, 4 geht er bestimmt gerade. Verzeiht mir, meine Allergie setzt immer noch ein. Ah, schlimm, ey.
wenn man sich den ganzen Tag konzentrieren muss und andauernd die Nase juckt. Onuncho ist aus der MP. Diese Nichtswelt, glaube ich. Und die auch nicht so wirklich. Der Hatsuma. War Hatsuma die teure? Fuma nicht. Die Schildkröte kriegt man 1 Euro für. So einen Schöpfer kann man rauslegen. Das ist für die Goat-Leute meistens interessant. Kabazaus geht auch 1 Euro in Secret. Panel Paradox. Naja, ist ein neues Secret. Ist, glaube ich, nichts wert. Aber naja. Duellisten-Allianz kriegt man noch so 4-5 für. Was haben wir noch so? Naja, hier sind ganz viele Karten aus der neuen LC, aber da sind die Preise ja immer noch ziemlich schleppend. Ich dachte ja, die gehen irgendwann mal nach oben, aber bis jetzt ist noch nicht so der Fall. Dann haben sie einen Reprint angekündigt. Hier haben wir ein paar Proxy-Tragen, ein paar viele. Sehr gut, vielleicht haben wir auch noch ein paar Töpfe dann irgendwo. Hier sind noch ein paar Feentrachen. Ein Black Rose, immer gut. Ich glaube, der ist auch so 3-4 Euro wert, warum auch immer. Und so, solche Sachen hier, ich weiß es nicht mehr, ob die... Die sind gut. Die gehen dann 2 Euro. Ah, dann hier die ganzen LC-Sachen. Melitrum. Na, der könnte vielleicht gestiegen sein. Metal Force sieht man ja ab und zu jetzt mal rumlaufen. Der Panzer-Tänzer. Oder Panther. Geht auch so ein bisschen was. Die können wir, glaube ich, alle mit einem Euro reinrechnen. Die ganzen Götterkarten gehen ja immer mal gut raus. Dann haben wir hier. Naja, aus der LC01. Die ganzen Ultra Rare normalen Monster sind, glaube ich, alle nicht wirklich was wert aus der LC. Den Harmadik ist ganz gut, der Weltkelchdrache. So ein Quick Drop in Ultra, packbar aus Lannister, ist auch ganz cool. Die True King Sache ging eine Zeit lang ganz gut raus, aber jetzt gerade in den letzten 2 Wochen eher weniger. Dann weiß ich jetzt gar nicht. Der Ignis ging, glaube ich, auf 1, ne? Der ist, glaube ich, nichts wert, aber die anderen beiden würde ich mal mit 50 Cent einreichen. Nehmen wir den Ignis mit 20 Cent mit. Wie immer, wenn ihr Fehler seht, weist mich in den Kommentaren darauf hin, dass ich irgendwas völlig verbockt habe. Ich möchte ja den Spieler hier nicht bescheißen. Ist halt nur immer schwierig. Seht ihr hier, jede Karte ist unterschiedlich. Oh, hier zwischendurch mal einen Ghost Reaper. Wo könnte der sich gerade befinden? Bei vielleicht 5? Oder spielt man die zurzeit? Adrian hat er gespielt. Habe ich im Featured Match gesehen. Glückwunsch, meiner. Du hast gestern die spanische Meisterschaft einfach mal so gewonnen. Das war ein Genuss, dir zuzusehen, wie du 2-mal Skatewin aufdeckst. Ja, hier Gedöns, Ultra Rares. Der war immer mal was wert, aber hat jetzt auch einen Reprint bekommen in dem letzten Structure Deck. Da habe ich jetzt hier noch einen. Genau, den hatte ich fast übersehen. Ich glaube, da geht ein Ultra auch 1 Euro. Dann haben wir hier den Darklore aus der Dusa. Der geht bestimmt so 2. Noch einen Black Rose. Den Castle kriegt man für 2 los, Lagia auch. Der hat auch mittlerweile zu viele Reprints und glaube ich nicht, dass ich den, oder? Machen wir mal auf 20 Cent. Ophion geht auch gut weg. Und es ist immer super. Der Vion geht auch, ist schon mittlerweile 1 Euro. Wähler geht bestimmt gerade so an die 2, gibt es zwar auch schon in Kammern, aber naja, meine Güte. Apache kann man rauspacken, Gozuki, noch einen Wein, kriegt man alles für 1 Euro los. Obwohl ich die Weins jetzt auch schon eine Weile nicht im Angebot hatte, vielleicht sind die auch schon wieder runter oder hochgegangen. Das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren sagen. So ein Gadget geht für 1 Euro. Oh,
Wo ist die hier was wert? Spiles war jetzt auch im Finale von der spanischen Meisterschaft. Aber ich glaube, so viel geht die nicht, oder? Und das Horn ist ihm jetzt da. Das packe ich mal raus. Aber das Lair of Darkness Inferno, das ruppt es ja eh zurzeit nicht. Weswegen die ganzen Hypes um die Karte, glaube ich, nicht mehr so aktuell sind. So, dann haben wir jetzt hier noch Super Rares. Der geht gerade 2 aufwärts. Den können wir rauspacken. Babuska geht auch 2 aufwärts. Ja, die Mine ist immer so Standard Rang 3, genauso wie der Acid Golem. Dann haben wir auch einen Lagian Super Rare. Ah, die ganzen Paleo Exits gehen, glaube ich, nicht wirklich was. Hatten ja einen Reprint in der MP. Die gehen auch nichts. Dann der geht, glaube ich, an einen Euro ran. Kurios kann man rauspacken. Ist zwar noch nicht teuer, aber man kann ja mal dran denken. Ja, das Tor 0 hier wird so oft verkauft, ist aber im Preis immer noch nicht gestiegen. Den Laster kann man rauspacken. Ein Gamma, den kann ich für 2 mitnehmen. Dorogan, ich glaube, der geht auch so 3-4 aufwärts. Snow 2-3 ungefähr. Ghost Reaper geht so um der 8, die kann man auch mit 5 einrechnen. Ja, schön, ein paar Handwraps dabei. Das Kaninchen packt mal raus. Andra ist auch immer gut. Ja, und jetzt kommt hier ein bisschen Bulk. Schädelmeister, ich glaube, der war auch nicht teuer. Und Dragons of Legend 2 Zeug, aber ich glaube, den können wir einrechnen, da kriegt man 1 Euro für. Ja, war da entweder Shortprint drin oder die Leute stehen übelst auf die Thun Antriebsgolem. Immer wenn da welche gelistet werden, sind die sofort weg. Ein Phoenix ist, glaube ich, was wert. Der war da 1 Euro. Oder der andere, ja. Ah ja, haben wir noch einen davon. Armageddon Ritter, sind kaum noch welche im Lager. Sehr gut. Ja, der hier war mehr wert von den Magiern. Super Reo in Super können wir rauspacken. Called by the Crafens Super Rare kann man für 1 Euro mit einrechnen. Geht, glaube ich, gerade 2 oder 2,20 oder sowas in der Richtung. Set Rotation packt mal raus. Ist zwar auf 1, aber den Super Rare ist immer noch ein bisschen was wert. Die Breep Rap geht 2. Oh Gott, sind ja Paleo Traps drin, die gut sind. Ich glaube, das Haar brauchen wir gerade davon nicht, aber wir packen es mal auf 20 Cent. Der Heavy Storm Duster kann man auch rauspacken. Lost Wind ist natürlich immer noch super. So, dann haben wir noch ein paar Mosaik, Starfalls, keine Ahnung was. Gut, dann bin ich schon durch. Dann kann ich jetzt aufrechnen, dann sehen wir uns gleich zu der Endbewertung wieder. Da bin ich fertig, Steven. Also, Bulk 39,50, das was ich rausgelegt habe 107 und die Matte nochmal für 8, komme ich irgendwas bei 154 raus. Ich würde das aufrunden auf 160, weil es angenehm war, da die Sammlung durchzugehen. Und ja, melde ich mal, ob das dir so passt. Ich wünsche euch anderen noch einen schönen Tag, wenn ihr noch Karten habt, die ihr verkaufen wollt, egal welches Kartenspiel. Ich kaufe es an, 56% Ankaufwert circa und 2 Wochen Bearbeitungszeit, weil ich manchmal hinterherhänge. Ja, das war's an dieser Stelle. Lasst ein Like oder Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, wie gesagt, ich freue mich auf eure Kommentare, egal ob positiv oder negativ. Macht's gut, euer Jens.